Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV, heute mit einem weiteren Video von mir. Eigentlich wollte ich das große Unboxing machen, aber es ist mal wieder Zeit verstrichen, sodass ich das nicht machen konnte. Und es dauert noch und es ist sogar so crazy momentan, dass sogar einige Scheine schon aus diesem Stapel verkauft habe und vertauscht habe. Jedoch möchte ich euch die trotzdem zeigen. Die zählen natürlich in die Wertung des großen Unboxings mit, weil vieles für die Sammlung dabei ist und es wird auf jeden Fall ein vierstelliges Unboxing vom Wert her. Also seid auf jeden Fall darauf gespannt. Ja, fangen wir an mit den. Soll ich euch die Preise nennen oder? Ach, ich nenne euch einfach die Wertigkeiten der Scheine. Wir haben hier einen Dollarschein von 1958 aus Hongkong. Im sehr stark gebrauchten Zustand, so ein Schein kostet ca. 3 Euro. Dann haben wir jetzt hier den Polymer 10-Dollar-Schein. Was auffällt, dass der hier so einen leicht erhabenen Druck hat. Sprich, wie so eine Art, ja, so einen erhabenen Druck. Sehr interessant gemacht, wie Papier. Bloß halt, dass es Polymer ist. Dieser Schein ist natürlich kassenfrisch. Auf der Rückseite sehr schön gestaltet. Dann haben wir jetzt hier ein Papier 10-Dollar-Schein. Mit derselben Haptik sozusagen wie der Polymer. Sehr interessant gemacht. Ja, der Zustand ist nicht so gut, aber ja, so ein Schein kostet trotzdem 1 Euro, wenn ich ihn verkaufe. Dann haben wir jetzt hier einen 20-Dollar-Schein von der sogenannten der Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Da habe ich alles hier nach Banken sortiert, das heißt, nicht wundern, wenn da jetzt nur dieselbe Bank kommt. Auf jeden Fall hier haben wir auch so einen Smaragddruck. Wie man sieht. Auf der Rückseite haben wir Kinder mit Spielzeug und einer Laterne. Sehr schöner Schein, auch hier mit den Sicherheitsstreifen. Dann kommen wir hier zu einem älteren 50-Dollar-Schein, der kassenfrisch ist. Genau. Von 2005. Ich muss überlegen, wenn der noch nicht weg ist, ob ich den tatsächlich behalte. Das ist so ein schöner Schein hier auch mit dieser Rückseite. Hier mit so einem leichten Hologramm-Effekt am Sicherheitsstreifen. Dann haben wir jetzt hier einen 20-Dollar. Von 1999. Oder? Ne, 2001. Dann haben wir jetzt hier einen alten 100-Dollar-Schein von 1900. 98, die etwas seltener zu finden sind, tatsächlich. Auch ein sehr schöner Schein, in gutem Zustand. Dann haben wir hier einen 20-Dollar-Schein von 1995. Dann haben wir jetzt hier einen 10-Dollar-Schein. Bisschen schlechter Zustand. Hat er noch einen Euro, bringt er. Dann haben wir jetzt hier auch wieder einen 10-Dollar-Schein in etwas bestem Zustand. Dann haben wir jetzt hier wieder einen 10-Dollar-Schein. Dann haben wir sehr viele 10-Dollar-Scheine, aber ja. Dann haben wir noch einen 10-Dollar-Schein. Ein etwas älterer von 1977. Jetzt kommen wir zur Bank of China. Dann haben wir jetzt hier 2007er-Serie. 2010er Serie mit diesem Smaragddruck. Hier unten haben wir auch so einen schimmernden Druck. Auf der Rückseite hier wieder hier mit dem Strand, mit dem Pavillon, Ausblick auf einen Teil der Skyline. Dann haben wir jetzt hier wieder einen 20 Dollar von 2000. Da habe ich sogar zwei, sehe ich gerade, unterschiedlichen Präfixen. Dann haben wir jetzt hier einen von 1998. Die etwas älteren sind natürlich auch gefragter. Das macht natürlich die ganze Sache auch ein bisschen spannender, ne? Ja. Hier ein bisschen besser erhaltener 20er von 1996. Bei der Skyline. Sehr schöne Details, muss man sagen. Dann haben wir jetzt hier einen 100 Dollar von 1900, von 2000. Auch sehr schön hier mit diesen Blumen.
Hier auf der Rückseite mit dem Booten und der Skyline. Hier sehr schön, diese Details der Stadt. Dann haben wir jetzt hier einen 100 Dollar von 2007. So ein bisschen einen schlechteren Zustand, aber ich dennoch ein schöner Schein. Hier haben wir auch wieder diesen Farbdruck auf der Rückseite mit Sicherheitsstreifen, auch mit so einem Hologramm-Effekt. Sehr schöner Schein. Jetzt kommen wir zur Standard Chartered Bank, die etwas seltener zu finden ist. Noch ein bisschen begehrter ist, weil die farbenfroher sind. Die Rückseite hier zu einer Tafel. Haben wir hier einen 50-Dollar-Schein. Kassenfrisch. Auch sehr schön hier mit dem Smaragddruck. Bin tatsächlich gespannt, wenn bald meine neue Serie von den Hongkong kommt. Die aussieht mit den Smaragddrucken. Haben wir jetzt hier einen 20-Dollar-Schein noch. Auch mit Smaragddruck. Rückseite. Sieht so aus. Dann haben wir jetzt hier einen 20 Dollar von 1999. $10. Noch ein $10. Und jetzt kommt, hey, wieso ist jetzt hier Bank of China? Naja, da zeige ich euch die auch nochmal. Dann haben wir hier nochmal einen kassenfrischen 50-Dollar-Schein hier mit Smaragddruck. Von 2010. Auf der Rückseite sieht ja so aus. Und hier nochmal ein 50-Dollar Bank of China von 2009. Hier mit einer sehr schönen Aussicht auf den Hafen, hier mit der Skyline. Hier wieder mit diesem Hologrammdruck. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Und seid auf jeden Fall wachsam. Nächste Woche kommt das große Unboxing im vierstelligen Wertigkeitsbereich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV.